Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen draußen was machen auf der Terrasse, nachdem der Schnee weg ist. Und ja, aber wir haben ja richtig Sturm hier oben jetzt. Also habe ich mich entschlossen, mir noch ein bisschen Innendeko zu machen. Hab mir wieder was rausgesucht und zwar diesen Kranz. Diese Blumen. Also diese Rosen und noch ein bisschen Schleierkraut und ein paar Beeren. Und dann wollte ich da eigentlich in der Mitte den wieder reinmachen oder auch nicht, oder ich hänge es an die Wand. Eigentlich wollte ich nur so ein bisschen Kranzgeschichte machen. Ich bin im Moment auch so ein bisschen so, ich könnte den ganzen Tag einen Kranz binden. Habe jetzt schon ein paar für Freundinnen gemacht. Aber nun zeige ich euch den nochmal. Das waren ganz einfache und jetzt dieser soll ein bisschen schöner werden. Ich finde zum Beispiel, dass diese Farben so ganz toll zu diesem Grau passen. Das ist so ein bisschen so, ja, ich mag das gerne leiden, was immer das ist. Aber das werde ich mir jetzt hier dran machen. Und das klebe ich mir jetzt sogar mal an. Also. Ich mache zuerst mal ein paar Blätter, die ich da abgemacht habe. Die klebe ich mir dran. Ich möchte nicht den ganzen Kranz machen, ich möchte nur so einen Tuff machen da. So, die mache ich jetzt hier ab. Hört ihr, wie der Sturm hier weht? Also, das war ganz schlimm. Ich habe mir jetzt einfach hier so ein bisschen so einen Untergrund gemacht. Und werde mir jetzt mal gucken. Das geht auch ganz schwer, das dreimal dran. Und ich habe heute keine Zange, nur meine alte Schere hier. Zange müsste ich jetzt rausgehen und unseren Schuppen und da will ich jetzt nicht hin. So, ich kann auch ein bisschen das jetzt hier unten reinschieben, weil das Ganze ist ja in hohl. Das werde ich jetzt auch tun. Aber mit ein bisschen Klebe. Dass das irgendwo hält und nicht, wenn ich das nachher anfasse, dass das alles wieder rausfällt. Hier ist noch so eine schöne Blüte, die so ein bisschen aufgeblüht hat. Das andere sind ja Knospen. Gucken, ob ich die jetzt durchkriege. Ich kann das ja nicht schon vorarbeiten, weil, jetzt nehme ich mal die Schere, weil ich nicht weiß, wie kurz das sein muss. Na, das funktioniert ja alles nicht. Das muss ich ja gleich nochmal mir doch anderes Handwerkzeug holen, glaube ich. Das ist ja ganz unprofessionell, was ich hier mache. Also, ihr seht mich gleich mal wieder. Mit ordentlichem Handwerkzeug, glaube ich. Ich falle immer wieder drauf rein, ach, das geht ja. Und wenn ich dann jetzt hier den Film mache, dann sehe ich, oh, das geht doch gar nicht. Und finde dann, ja, das schon sehr peinlich, ne?
Der eine oder der andere hat ja schon mal dazu geschrieben, aber ehrlich gesagt, das stört mich dann auch nicht so wirklich, weil ich mache das aus Spaß, ich kriege dafür kein Geld. Also kann ich das so machen, wie ich das möchte und will ja auch nur die Idee immer vermitteln. Also ich will ja hier nicht professionell irgendwie den Klugscheißer abgeben, Entschuldigung, aber sondern will nur mal einmal zeigen, sowas kann man alles machen. Guck mal zum Beispiel so. Ich werde da jetzt noch mal ein bisschen von der Statize ran machen. Das finde ich passt auch sehr gut. Mal sehen. Und habe hier noch so kleine Blüten, die auch in der Farbe so passen. Die ich dazwischen machen werde, so dass es ein richtig, richtig runder Tuff wird. Ich zeige euch das mal bis jetzt. Und mache gleich mal weiter mit ordentlichem Handwerkszeug. So, nichts geht über eine ordentliche Zange. Ich habe mir das jetzt hier schon mal ein bisschen kleiner geschnitten und habe hier noch so ein bisschen so grün. Das ist auch so ein bisschen marode. Das ist, glaube ich, Mimosengrün. Das hatte ich auch irgendwo mal getrocknet gesehen und fand das also ganz, ganz schön, da so drüber zu machen und reinzumachen. Mal gucken, wie ich das jetzt so tue. Ganz kurz. So, ich habe jetzt bewusst, ich zeige es euch jetzt gleich mal. Hier nochmal so ein bisschen runtergearbeitet. Wenn ich jetzt nur diesen Tuff mache, dann sieht das leicht langweilig aus oder nachher auch, ja. Ich mag das jedenfalls nicht so gern, deswegen wollte ich es euch jetzt mal zeigen, wie ich das dann so mache, dass das auch so ein bisschen ausläuft. Also ich mag es immer lieber, wenn das Ganze immer ein bisschen asymmetrisch ist. Wenn das alles so gezirkelt ist, ich mag das nicht so gerne. Das lebt meistens nicht so. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Also man darf nie sagen, das geht nicht. Aber für mich ist immer auch in der Einrichtung ein bisschen asymmetrisch und auch ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Also wer meine Einrichtung hier schon mal so ein bisschen gesehen hat, ich mag ja auch gerne, und das habe ich auch so in der Inneneinrichtung gelernt, so ein bisschen Einzelteile. Ich sage immer, ich mag das nicht so gerne so, wenn das alles so passt. Früher hat man so englische Stilmöbel, habe ich gehabt, jedenfalls, und es passte alles, bis zum Kaffeeservice. Es musste dann alles die englische Rose sein und dies und das und jenes. Aber irgendwo im Nachhinein fand ich das komisch von mir, weil so Einzelteile, so ein englischer Schrank und oder so ein englischer Schreibtisch oder so, das sieht ja alles ganz toll aus, aber ja, wenn man dann nur so englische Möbel da drin hat oder nur Eiche oder nur so, das, ich finde es langweilig. Und so ist das hier bei meiner Deko auch. Ich mag das gerne, was ja aber auch nicht gesetzt sein muss, ne? Das ist ja nur meine Meinung. Ich mag es gerne, wenn das ein bisschen durcheinander ist. Aber da dürft ihr gerne eure eigene Meinung ja haben. Da braucht jetzt also auch niemand sagen, oh, und aber ich finde,
Es muss immer gerade sein. Kann ja sein. Mag ja auch jeder so tun, wie er möchte. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen aufsässig. Ne? Aber nee, das ist einfach, dass ich das mal erklären wollte, warum ich was so mache. Ich denke mir ja auch immer was dabei. Guck mal, ich habe das jetzt so gemacht. So, und jetzt kann ich von diesem Gestrüpp, sag ich mal, auch ein bisschen, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt da drauf mache. Das ist auch so, man muss das mal probieren. Oder nur dazwischen. Ich glaube, ich mache es nur dazwischen, weil es ist doch noch ein bisschen grob. Wenn das jetzt noch feineres Grün wäre, könnte man das so schön oben drüber legen. Aber das ist hier auch, wenn ich es so in kleine Teile lege, noch ein bisschen zu. Gar nicht, ob ich jetzt noch so ganz viel machen möchte. Mal sehen. Könnte von den Beeren noch ein bisschen reinmachen. Mal sehen, wie das so aussieht. Die sind ja auch so ein bisschen, guck mal, so ein bisschen auf alt. Das ist ja auch schön, weil die kann man ja richtig schön biegen und laufen lassen. Die können ja richtig so schön fließend sein. Aber mit den Beeren hat es ein bisschen schon wieder, ja, ich will nicht sagen Weihnachtscharakter, aber die kann ich auch jederzeit wieder rausnehmen. Jetzt im Winter passen die ja noch. Ich sag jetzt einfach mal, das sind Vogelbeeren oder was weiß ich. So. Dann kann ich hier unten auch noch mal ein bisschen machen. Und vielleicht, wer möchte, könnte da auch noch eine Schleife dran machen. Wäre auch ganz schön. Weil es sieht so dann ein bisschen weicher aus. Ich aber nicht. Ich mache jetzt hier nur nochmal die Beeren rein und dann zeige ich es euch nochmal. Und dann ist es für mich, glaube ich, schon genug. So, ich lege das hier an die Seite. Hab jetzt hier diesmal einen Teller, der eckig ist. Den hatte ich auch schon mal. Ihr seht das hier an den Rändern. Da habe ich auch öfter schon mal ein Weihnachtsgesteck drauf gehabt oder so. Da lege ich jetzt den Kranz drauf. Erstmal kommt der jetzt auf den Tisch. Später kann ich den dann vielleicht auch an die Wand hängen. Ihr seht, so an der Wand würde er sicherlich auch schön aussehen. Vielleicht auch so. Also es muss ja nicht zwingend immer so hängen. Man könnte es auch gut so machen. Würde ich, glaube ich, wenn ich es aufhängen würde, auch machen. Aber ich will es jetzt erstmal auf den Tisch stellen. So. Dann habe ich ja hier mein schönes Glas. Das habe ich ja ganz oft in Arbeit. Das finde ich immer ganz schön. Und guck mal hier, dass ich jetzt die schöne Kerze da. Ich will mal sehen, ob da vielleicht sogar zwei reingehen. Nein. Also bleibt die Kerze so. Und dann sieht das Ganze, wenn ich das hier befreit habe von den Klebefäden,
sieht das so aus. Und ich finde, das ist ganz clean und trotzdem verspielt und ja, irgendwie finde ich es ganz schön. Vielleicht ihr auch, dann würde ich mich ganz dolle freuen. Vielleicht sagt ihr, nee, das möchte ich ganz anders haben oder der Kranz alleine sieht schon schön aus oder finde ich auch, kann man ja auch wieder machen. Aber wie gesagt, ich werde ihn später dann so an die Wand hängen. Und zwar so. Und jetzt kommt es so und fertig ist das Ganze. Ich zeige es euch jetzt noch mal hier so, wie es gesteckt ist. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich ganz doll freuen, wenn ich einen Daumen hoch bekomme, wer noch kein Abo hat und mich öfters mal schwatzen hören möchte. Kostet nichts, würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen und hören wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich dann mal auf der Terrasse schon was machen kann. Ich habe schon ein paar Blumen gekauft, also ein paar Primeln und ein paar Osterglocken, die ich dann draußen bei der überdachten Terrasse, sonst würde das ja noch nicht halten, hinstellen möchte, damit er so ein bisschen Farbe ist. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Winter. Obwohl ich ja im Urlaub so richtig Schnee hatte und das auch ganz toll fand. Aber hier würde ich jetzt schon gerne ein bisschen wärmere Temperaturen haben. Es könnte im Garten losgehen. Hätte nichts dagegen. Aber ist ja kein Ponyhof, ne? So, bis dann. Eure Bärbel. Genug geschwatzt. Tschüss.